Willkommen zurück bei Video Gems. Willkommen zurück zu Bonus Gems, zu einem Ersteindruck, und zwar Astral Chain ist endlich erschienen. Das neueste Spiel von Platinum Games, und vielleicht weiß es ja der eine oder andere, Platinum Games halte ich eigentlich für den besten Entwickler. Also so in der 16-Bit-Zeit, oder nein, in der 32-Bit-Zeit, was muss ich drücken? So, in der 32-Bit-Zeit hätte ich gesagt, Capcom hätte ich alles blind gekauft. Auf Dreamcast auch, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Auf Dreamcast hätte ich alles von Capcom blind gekauft. Und jetzt in den letzten Jahren ist es Platinum Games. Ja, die haben auch mal das ein oder andere Spiel, was jetzt so naja ist. Also ich habe Legend of Korra nicht gespielt, weil ich bin kein Avatar-Fan. Das Turtles-Spiel war auch so... Ja, ich hatte Spaß, aber so richtig gut war es eigentlich nicht. Und viele finden zwar Nier Automata richtig toll, ich finde es nur okay. Jedenfalls vom Gameplay her. Aber egal, das sind eigentlich alles noch... Also das schlechteste Platinum-Spiel ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ja, und ich habe die Trailer von Astral Chain hier gesehen damals, als es vorgestellt wurde, dachte ich, ja, es ist gekauft. Halt's Maul, nehmt mein Geld. Supervision, Hideki Kamiya, ja, kann man blind kaufen. Ein bisschen mache ich mir Sorge, dass es mir zu Anime-kitschig ist. Und da will ich jetzt gar nicht mehr groß über Anime herziehen, aber ich finde ja, heutige Anime sind oft einfach nur noch Kitsch und Fanservice pur. Und ich befürchte, das Spiel wird auch einiges davon haben, aber das nehme ich mal mit zwei zugedrückten Augen mit. Ja, ich hoffe auch, dass ich einiges hier vom Gameplay und so zeigen kann. Wir sehen jetzt hier gerade die, weiß ich nicht, das Intro. Es hat direkt angefangen, das Spiel, und ich laber halt die ganze Zeit. Na, was soll's. Ich weiß auch nicht groß, worum es geht. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Aber ich weiß nicht viel. Ich wollte eigentlich rangehen und mich überraschen lassen. Ich hoffe wirklich, die Sequenz dauert nicht allzu lang. Und ich weiß, viele nerv ich jetzt bestimmt mit dem Gelaber darüber, aber Leute, ey, kauft euch das Spiel, wenn ihr die Sequenz in Ruhe sehen wollt, oder sucht euch ein anderes YouTube-Video, wo niemand labert. Das hier ist mein Ersteindruck, und da müsst ihr meinen unqualifizierten Kommentar nun mal ertragen. Oh! Ist das die Astral Chain? Vielleicht noch Platinum Games. Zu mir und Platinum Games. Ich glaube, das erste Spiel, was ich von Platinum gespielt habe, war Bayonetta. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Irgendjemand hatte das, glaube ich, in einem Podcast empfohlen. Ja, ein bisschen wie Devil May Cry, nur viel abgefahrener und irgendwie ein bisschen mehr Sega. Also es wurde zwar von Platinum entwickelt, von Sega gepublished, es hat aber schon ein paar Sega-Anleihen, finde ich. Und irgendjemand hatte das dann, glaube ich, im Manic Forum verkauft, die PlayStation 3-Version, die asiatische PlayStation 3-Version. Und ja, wir wissen alle, die PlayStation 3-Version von Bayonetta ist Müll. Aber das war mir egal. Ich habe es gekauft für relativ wenig Geld und ich fand es super. Es hat mich so weggeblasen. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert. Platinum Games, wer steckt denn nochmal dahinter? Und habe ich gesehen, diese ganzen Nasen von Capcom und so. Und ich dachte, wow, das könnte ja der beste Entwickler aller Zeiten sein. Ja, so ein bisschen hatte ich auch recht damit. Also Bayonetta 2, Vanquish, super geil. Mad World habe ich leider immer noch nicht gespielt, aber den, Nachfolger ist es eigentlich nicht. Anarchy Reigns, da hatte ich ja auch ein Video drüber gemacht. Transformers, das fand ich auch super geil. Nier Automata, ja, war nett. Vom Gameplay war es mir ein bisschen zu seicht, auch wenn es gute Ideen hatte. Und von der Story, naja, ist halt nicht so meins. Aber ich verstehe schon, wenn die Leute drauf abfahren. Turtles, wie eben erwähnt, hatte ich Spaß mit, war aber jetzt eigentlich kein Bombenspiel.
Und ich freue mich immer, wenn Platinum was ankündigt. So, jetzt wäre es aber schön, wenn wir so langsam ins Spiel kommen. Sind das unsere Helden? Aha. Ach so, wir können uns aussuchen. Birthdate. Kann ich da irgendwas ändern? Ich nehme mal den Typen. Ich meine, das Mädel sieht ja schon schnieke aus, natürlich. Aber was habe ich ihm gesagt? Typisch Fanservice, Anime heutzutage. Warum muss sie Shorts haben und dann diese Fick-mich-Stiefel? Was soll das? Ich meine, ja, sieht natürlich toll aus. Gucke ich mir gern an, aber das ist doch unpraktisch. Ich finde, es muss einfach nicht sein. In jedem blöden Anime so ein Scheiß. Schon deswegen nehme ich den Typen. So. Tja, keine Ahnung. Ich nehme ja meistens Dog. Aber das ist natürlich schon ein bisschen unepisch. Wie nenne ich den denn? Ich habe keine Ahnung. Ich nenne ihn jetzt doch Dog. Ach, da ist er ja schon. Dog. Hairstyle. Aha. Ach du Scheiße. Anime! Ich lasse das einfach. Verzeihung. Ich lass das einfach. Ist mir doch egal, wie der Anime-Bubi aussieht. Übrigens spiele ich das Spiel mit dem Wii U Pro Controller. Ich habe ja diesen geilen Adapter mir mal gekauft. Und bisher hatte ich damit nur einen PlayStation 4 Stick angeschlossen, damit ich halt ordentlich Street Fighter spielen konnte. Damit ich den guten Retro Joe verprügeln konnte. Grüße an dieser Stelle. War schön, hat Spaß gemacht. Und ich dachte, für ein Platinum-Spiel, das kann man nicht mit den scheiß Joy-Cons spielen. Das geht nicht. Und da war ich kurz davor, nochmal loszufahren. Also das Spiel ist angekommen und ich war kurz davor, nochmal loszufahren, mir einen Pro-Controller zu kaufen. Aber ich dachte, ey, 60 Euro? Oh cool, man kann schon spielen. Geil. Und nee, ich habe dann einfach gesagt, ey, ich habe doch den Adapter. Ich probiere das mal mit dem Wii U-Controller aus. Das hat auf Anhieb funktioniert. Dann habe ich ein kleines Testspiel gemacht. So. Dann habe ich ein kleines Testspiel gemacht. Ach so, kann man. Ah, okay. Nochmal, dann habe ich ein kleines Testspiel gemacht. Mit irgendeinem Fighting Game. Was war denn das? Savage Rain? Nein, der Nachfolger von Savage Rain. Wie hieß er denn nochmal? Kizuna Encounter. Ja, genau. Kizuna Encounter habe ich gespielt. Und das hat hervorragend funktioniert mit dem Pro Controller. Wow! Also es ist eine coole Sequenz, aber mir geht die schon ein bisschen zu lang, weil ich finde, dafür ist die Steuerung jetzt auch nicht gut genug. Das erinnert mich hier ein bisschen ans Batman-Spiel für Super Nintendo. Nicht Batman Forever, sondern an, verdammt, an Batman Returns. Aber schon ordentlich Action hier, das finde ich cool. Bam. Whee. Wow, ja, Alter. Ich finde, das Ausweichen funktioniert nicht so richtig gut. Naja. So, gibt's jetzt mal richtige Action hier? Nein. Er schießt doch immer nur diese kleine Salve ab.
Muss man hier halt auf den Knopf hämmern. Na gut, dann hämmern wir auf den Knopf. Ja, coole Waffe hat er. Ja, es war scheiße. Platinum-typisch wird mal bewertet. Was kriege ich? Die Hundebewertung oder was? Aha. Aber finde ich schon cool gemacht. Auf jeden Fall. Also ich finde ja auch den Style des Spiels eigentlich ganz gut. Ich finde nur, so wie heutige Anime, das sieht halt alles so ein bisschen, weiß ich nicht, die sehen alle sehen aus wie Teenager. Alle sind schön und sexy und weich und kann ich mal wieder was aussehen wie Berserk oder Fist of the North Star? Oder City Hunter oder so? Also mach es doch mal ein bisschen erwachsen einfach, so. Okay, cool. Autosave. Ja. Gut. Oh, die Steuerung finde ich ein bisschen schwammig. Dash und Camera Control. Aber wer weiß, wie das in den Kämpfen ist. Ja, was ist mit dem Typen hier? Help me, somebody! Na klar, helfe ich doch. Aber geil, so fängt man ein richtig schönes Spiel an. Mit einer fetten Verfolgungsjagd, die geil inszeniert ist. Diese paar Minuten, wo man nichts machen konnte, fand ich schon viel besser als alles, was man im Avengers-Trailer gesehen hat. Das hier ist ein Videospiel, Leute. Und nicht irgendein Cinematic-Kack, nicht irgendein Spiel, das ein Film sein will. Das ist ein richtiges Spiel. Yeah. Case Update. New Case available. War hier nicht noch jemand, der verletzt war? Ach nee, die kümmern sich darum. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich guck mir mal den Chopper an. Get to the Chopper! Aberration Assault. Okay, cool. Was muss ich machen? Oh Mann. Man schlägt mit den Schulterbuttons. Okay, krass, sind wir bei Dark Souls? Ich habe ja auch gesagt, irgendwie, also die Steuerung ist nicht so richtig schwammig, aber sie ist nicht so leichtgängig, schwer zu beschreiben. Also das ist jetzt kein Bayonetta oder so. Und, also schon, es hat eine gewisse Schwere. Schon so ein bisschen Dark Souls-mäßig? Bisschen. Und da passt das ja dann auch irgendwie wieder ein bisschen, dass man mit dem Schulterbutton schlägt. Was ist das denn? Irgendwas. Wow, aua. Switch X-Button. Ah, okay. Geil. Cool. Okay, das ist geil. Mal gucken, wie viel Uhr. Wie lange spiele ich schon? Nicht mal 15 Minuten, okay. Ein bisschen können wir noch. Oh, Medizin, okay. Akira! I know that voice. They went to check out the crash site.
Ich finde es ja an für sich jetzt nicht so schlimm, dass man sich auch die Figur erstellen kann und alles. Aber ich nehme mal an, dass man dann wieder so einen stummen Helden hat und das kann ich nicht leiden. Das fand ich bei Dark Souls okay, weil da sowieso alles ein bisschen offener war, aber hier, naja. Okay, Permanent and Field Supply Items. Das kann too very permanent. Okay. Use item. Hold X, move, select. Ah, okay. Wo sehe ich denn? Ah, Medicine Mini. Ja. Ah, alles klar. Und hier? Schulterbutton. Genau, wechsle ich. Alles klar. Oh, Moment mal, Options. Krieg ich mal ein Options. Ja. Ah, muss ich jetzt nicht nachgucken, ist Quatsch. Ich will euch ja das Spiel zeigen. Was? Okay. Und Officer. Ja, okay. Ich habe ja gedacht, ich kann dir vielleicht helfen oder so. Was kommt da jetzt? Die kann ich nicht sehen. Was soll ich machen? Ich meine, ich sehe die so ein bisschen. Ja, dass jetzt irgendwas passiert, war klar. Ah, sie hat auch Shorts und Fuck Me Boots an. Dead ass, though. Alter, ey. Ah, der hat gesessen. Aha, Jojo's Bizarre Adventure. Ich nehme gerade mal einen Schluck. Ich habe hier ein alkoholfreies Bananenweizen, in dem eine Fruchtfliege schwimmt. Vielleicht nehme ich doch keinen Schluck. Toll. Wuff. Das ist dann also die Astral Chain, ja? Also jeder hat irgendwie so eine Art Stand. Und die sind halt an der Astral Chain. Okay. Ah, ich kriege jetzt auch einen wahrscheinlich. Kann ich mir den auch aussuchen? Oder muss man die fangen wie bei Pokémon oder was? Da hätte ich keinen Bock drauf. Ich kriege echt so einen wie bei Jojo's Bizarre Adventure. Das passt ja auch, ne? Platinum Games. Und das passt ja dann, dass ich Star Platinum krieg. Knack. Der hat aber ein komisches, riesiges Schwert. Ich finde es auch grafisch sehr schön, also für Switch-Verhältnisse. Da kann man überhaupt nicht meckern. Da, so müssten eigentlich alle Anime-Helden aussehen. So verbrauchte Kriegsveteranen mit Narben. Sie sehen aus wie Männer. Nicht wie so kleine Bubis und Schulmädchen. Aber der ist auch eigentlich wie alle aus der Anime-Klischee-Kiste, der Typ.
Wenn so ein Kriegsveteran da ist, die haben alle den gleichen Bart. Josef mit Y. Kann ich denn jetzt weiterspielen, bitte? Nur noch ein bisschen. Oh nein, meine Macintosh-Festplatte ist kaputt. Nimm du sie. Und du nimmst die. Mach ich doch, eine Macintosh-Festplatte. Legion? Die bedienen sich ja aus allem. Von JoJo's Bizarre Adventure und jetzt von Chaos Legion für PS2. Aber ich glaube, Platinum macht das ein bisschen besser als Chaos Legion. Das war, glaube ich, nicht so richtig geil. Ich muss es nochmal spielen. Ich habe es nicht oft gespielt. So, jetzt kann ich die platt machen mit meinem Star Platinum, oder? So, jetzt sagt mir das Spiel bestimmt, wie ich das einsetze. Hm, genau, Nick. It's Morphin Time! Legatus. Ich will die aber benennen. Ich will den Star Platinum nennen. Ja, das sieht schon geil aus. Kann man nichts sagen. Ja, jetzt kriegt er die Astral Chain um den Hals. Chained Legion. Fighting back. Ja. Dann, kämpfen wir mal. Dismiss Legion? Nee, das wollen wir nicht machen. Send Pull. Okay, das ist noch sehr durcheinander. Da werde ich jetzt keine coolen Sachen vollführen können. Denn dafür sehe ich einfach nicht genug. Also dafür bin ich einfach noch nicht drin. Geh doch mal drauf. Ah, da wechsle ich wieder. Der ist schon tot. Das sieht schon geil aus. Ich fühle nur noch nicht, dass ich komplette Kontrolle habe. Es ist noch unkontrolliertes Button-Gemäsche. Aber das wird sich geben. Oh. Woher kenne ich denn dieses Design? Ich muss noch mal gucken, was der Typ für das Art Design und Character Design. Ich muss noch mal gucken, was der alles gemacht hat. Wo ist meine Legion? Oh, fuck. Okay, erstmal anvisieren. Und dann drauf. Kann ich meine Legion nicht rausholen? Wo ist die? Ja.
Ah, 50%. Ist das die Anzeige für die Legion dann oder was? Wow. Cool, so eine Rutschattacke. Da ändert sich auch nicht die 50%. Das Ausweichen ist ganz cool, ist nicht so geil wie bei Bayonetta. Aber immerhin. Oh, scheiße. Ja, das war dumm. Bestimmt lache ich da nachher drüber. Über die Frage, wo ist denn meine Legion? Mensch, bist du doof, du musst doch einfach nur bla bla drücken. Er hat aber auch ganz schön viel Energie, also ich da auf den einkloppe. Man braucht ein bisschen lang, um zum Gegner zu kommen. Das gefällt mir nicht. Also ich weiche aus, bin hinter dem und dann brauche ich total lang, um aber es nutzen zu können. Das ist zum Beispiel bei Bayonetta cooler. Ach du Scheiße. Ja, Jump Harry. Konnte nichts machen. Ja. Aber Dodge the Cars. Gut, das ist alles, was ich machen kann. Aha, jetzt kommt Star Platinum wieder. Oder, 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 oder. Oder. Ja, so ähnlich. Was? So, lernt man jetzt noch irgendeine Superattacke oder was? Nein, war einfach nur eine Zwischensequenz und das Vieh ist tot. Okay. Ja, das würde ich auch gern wissen. Was zum Teufel war das? Migräne hat der Junge. Ja, nach dem ersten Mal kann man schon verstehen, ne? Die ganze Aufregung. Aber ich würde sagen, das war's. Ich fand schon sehr cool, auch wenn es sehr chaotisch war. Aber gut, das ist ein halbes Tutorial, die ersten Missionen, das ist einfach so. Man muss ja erstmal reinkommen und alles. Aber ich finde es schon sehr, sehr cool. Alles klar, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen und dann sage ich mal, wir schreiben, lesen und hören uns das nächste Mal. Bis dann!